20, mein Traum war längst geträumt. Da sah ich diesen Jungen, er hatte bitterlich geweint. Der Ball, der lag auf einem Dach, wir holten ihn zurück. Danach haben wir zwei Stunden lang völlig umgekehrt. Fußballfan, ja. Ja, ich bin also ein Fußballinteressierter, doch ja, der also auch sein Herz sozusagen an einen Verein gekettet hat. Wenn man das so unbedingt als Fußballfan bezeichnen möchte, bitte. Ja, aber ein richtiger Fan sitzt hier gegenüber. Ja, wie? Was richtiger, ist das denn? Beschreib mal. Was denn? Was ist ein richtiger Fan? Darüber haben wir uns doch die ganze Zeit unterhalten. Ja. Richtiger Fan, der geht wenn man jeden Tag dahin läuft, wenn schlechtes Wetter ist, wenn du unten stehst. Wenn wir trotzdem wieder weiter hingehen. Und nicht ein Fan ist irgendwie so wie ein Fußballprofi, hat auch nichts im Kopf irgendwie und konzentriert sein ganzes Leben irgendwie auf das Fußballspielen. Kann halt kein Fußball spielen, sondern halt nur Fan sein. Und richtet auch die ganze Woche irgendwie auf das Wochenende aus. Und ein Fußballprofi irgendwie spielt halt, trainiert die ganze Woche und spielt dann halt am Ende. Ich glaube einfach, dass ein Fußballfan und gerade hier in Essen einfach die Spieler unten sieht, dass es ein Teil von denen ist. Dass also wenn 3.000, 4.000 Zuschauer da sind, dann ist es im Grunde genommen die Elf, die unten spielen, ist ein Teil von diesen 3.000, 4.000 Zuschauern. Dass die halt für uns jetzt spielen. Roland, du liebst die Rot-Weißen. Stimmt das? Lieben ist etwas hochgegriffen. Es ist einfach ein schönes Vergnügen, am Samstag auf dem Fußballplatz zu gehen. Und wie bist du darauf gekommen? Wie bin ich darauf gekommen? Es ist auch mehr so eine Jugenderinnerung. Also ich bin, früher hat mich mein Vater immer mit auf Rot-Weiß geschleppt. So als Rotzigen. Da haben die noch Bundesliga richtig gespielt. Ja, ich bin also eigentlich, weil ich mich dem Vegetarismus verschrieben und esse also kein Fleisch. Weil wenn ich auf dem Fußballplatz gehe, ist halt so ein. Das ist ein kulturelles Ereignis und das muss auch einen gewissen Ritus haben. Und zu diesem Ritus gehört eben auch ein Brötchen mit Wurst und richtig schön dick Senf drauf und in der rechten Hand das Pilz. Das muss also einfach sein. Das ist halt nicht dieses Fußballplatzgefühl. Das ist aber auch so ein Überbleibsel aus der Kindheit quasi. Das gehört einfach dazu. Bedeutet jetzt Fan sein so ein Ausbruch aus dem Alltag oder wie empfindest du jetzt so ein Stadion mit den Massen, ich meine. Ja, es ist eben eine sehr erregende Atmosphäre. Zum Beispiel heute, wenn die Bude mal wieder ein bisschen voller ist und so. Und die Stimmung geht richtig ab und das Spiel ist noch gut. Das ist natürlich dann wunderbar. Ne? Und das ist natürlich, wie man ja in anderen Medien auch schon gehört hat, da kann man seinen Frust ablassen und so weiter und so fort. Dafür ist dann natürlich riesig. Ne? Also dann bist du frustriert oder was? Oder? Ja, kann man ja schon manchmal sein, so heute im Alltagsleben. Ne? Und also das ist dann wirklich eine Entspannung und man kann dann richtig mal den Hermann rauslassen, aber indem man sich austobt. Also Fansein hängt jetzt vom Aufstieg ab oder? Nein, dann würde ich sagen, wäre ich ja jetzt nicht dabei. Ne? Also ich würde auch sagen, wenn sie diese Saison nicht aufsteigen würden, bin ich auch weiterhin dabei. Ne? Es kommt ja immer darauf an, ob das Engagement da ist, ob die Spiele, ob die gefallen, ob die Mannschaft die Leistung bringt und man sieht, man kriegt auch für sein Geld ehrlichen Fußball geboten, ist natürlich sehr wichtig bei der ganzen Geschichte. Ist denn jetzt ehrlicher Fußball? Ja, dass richtig Kampf und Engagement da ist, dass richtig die Jungs kämpfen und so weiter und nicht da ihren Larifari-Fußball runterspielen und da irgendwie dicke Gehälter beziehen. Ne?
Frankfurt. Da sollte man dazu sagen, dass er jetzt wie viele Spiele ununterbrochen gesehen hat? 455 Spiele jetzt hintereinander, also 12 Jahre jedes Meisterschaftsspiel gesehen seit Oktober 1979. Meisterschaftsspiele. Und das ist ja dann auch so eine Sache, wenn man einmal da so drauf ist, man will den Rekord immer weiter ausbauen. Ne? Also das kommt dann natürlich auch noch dazu. Ne? Das soll im Sozialamt gehen, Stempelung gehen. Dort mein Meister wird nur erwähnt, nur zum Fußball gekommen, zu dieser Faszination? Ich bin halt gerne, ich sehe gerne Fußball und durch den RWE Fanclub bin ich hier hingekommen. Und glaubst du, diese Liebe zum Fußball, also insbesondere zum Rot-Weiß-Essen-Verein, wird vererbt? Könnte sein, meine Kinder sind ja auch schon soweit. Und Mutter, Vater, Opa, Oma ist auch dabei und mein Vater ist auch dabei. Also sind alle dafür, für Fußball. Besonders RWE. Und redet ihr in der Familie viel über Fußball? Ja, fast nur. Fast nur. Und welche Bedeutung hat Fußball für dich? Alles zum Beispiel. Alles? Fußball ist eben immer alles bei mir. Und was ist jetzt Faszination Fußball? Die ganze Atmosphäre. So bin ich auch da hingekommen, wo ich erst mal da war. Erstmal Fußball. Mein Vater hat mich mitgenommen. Das ganze drumherum. Damals hatten sie noch in der Bundesliga gespielt. Die ganze Stimmung, die Atmosphäre. Einfach begeistert. Da ist direkt hängen geblieben und dann seitdem an eben nur noch Fußball. Hey, und der Holbosch geht dafür auf links. Genau. Hast du gehört? Und du spielst weiter letzter Mal, aber konsequent. So, was ist jetzt der Unterschied für dich, zwischen aktivem und passivem Fußball? Ja, aktiven macht mir Spaß, mit der Mannschaft hier zu spielen. Also ich bin als Zuschauer gerne und ich spiele auch gerne in der Mannschaft. Das ist alles. Ich bin froh darüber, dass ich spielen kann, wirklich. Ja, aber die Kulisse fehlt ja eigentlich so drumherum. Ne? So die, ja, da ist ja, dafür ist ja nur ein Fanclub. Ne? Aber hier mit jemandem hat man mehr Spaß als andere Bundesligisten oder sonst was. Also ganz ehrlich, da habe ich mehr Spaß hier erlebt. Ich habe schon mit einem anderen Verein gespielt und auf jeden Fall immer am besten. Ne? Also wirklich, macht mir Spaß hier. Ja. Lauter! Der Deutsche außen! Ja, du willst doch kriegen! Kann der Reinhard nicht anders? Muss abgeben! Dann hat er 100 Jahre, dann guckt er raus, der ist ein toller Reinhard. Du musst hier rüberkommen! Ja, du musst ja da nichts geben. Ja. Guck doch mal! So eine Wurst da, Tor. Das ist nur eine Wurst. Oh. Wie findest du jetzt das Fußballspiel? Wie findest du Fußball überhaupt? Gut. Kannst vergessen. Und findest du das gut, wenn die verlieren und gewinnen? Wenn mein Papa gewinnt, dann finde ich das gut. Wenn die anderen verlieren, dann finde ich das auch gut. Was die da los da hinten ist? Zeig uns doch mal deinen Papa, wo ist der denn? Welche Nummer hat er? Welche Nummer hat er denn? 5! Komm sofort spielen! Woher kam denn jetzt die plötzliche Motivation, als Lothar eben reinkam, die Nummer 13? Ja, die Motivation, die war, wir lagen zurück und unentschieden.
Und da habe ich ausgewechselt und Lothar dem der Joker bei uns. Also schon immer gewesen, so. Ja, früher war Stammspieler, war auch verletzt. Und jetzt haben wir erstmal neue Leute gekriegt und dann haben wir einen Joker eingesetzt. Und dann klappt er doch. Und Fußball macht dir auch Spaß? Ja, sicher. Ich habe selber gespielt und jetzt coache ich die ganze Sache. Quasi wie ein Trainer. Wo ist ja noch kein Trainingsplatz, aber wird wahrscheinlich nächste Saison kommen. So, einen wunderschönen guten Abend zur diesjährigen Weihnachtsjahresabschlussfeier allen Mitgliedern und Freunden des Fanclubs. Denn der Abend gehört ja dann der etwas größeren Generation, von der Größe und vom Alter her gesehen. Ich möchte noch ein paar Informationen geben, wie der Abend heute abläuft. Zuerst einmal werden wir heute beginnen mit einer Versteigerung. Es hat mich besonders gefreut, dass heute für die Versteigerung von der ersten Mannschaft von Rot-Weiß Essen der Preis gestiftet wurde. Und zwar ein Trikot mit allen Unterschriften in einem Glasrahmen, sodass man es direkt an die Wand bringen kann. Was hat der Abend für eine Bedeutung für dich heute? Warum bist du heute hier? Meine hätte auch in die Kneipe gehen können oder was? Warum ist heute hier? Weil alle anderen auch da sind oder was für ein Grund hat das? Nee, weil ich zum Fanclub gehöre. Allein schon, weil er hier Spaß macht. Guck dir das an hier. Ist doch wunderbar. Glaubst du denn, dass du deswegen Fußballfan bist, weil du die Sportart so faszinierend findest oder weil dich das Umfeld einfach so fasziniert, so Kollegen zu haben, mit denen rausgehen zu können, also gemeinsame Interessen zu haben? Oder ist das wirklich der Sport, also Fußball, der diese Faszination ausübt? Ja, ist beides. Ist beides. Ich mach Fußball schon, habe ich schon immer gemocht und die Kollegen dabei auch. Wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist wunderbar hier. Allein schon der Fußball von Rot-Weiß finde ich gut, trotz dass sie abgestiegen sind, aber auch die Kollegen hier, da gibt wirklich, man kann Mist gebaut haben, sonst was, oder ist egal was, die halten immer zu einem, ist immer da. Das finde ich wunderbar hier. Also das praktisch durch Fußball auch sehr viele Freunde gewonnen irgendwo, für dich. Ja, neue Freunde dadurch habe ich gewonnen, ja, das stimmt, viele sogar. Und die Solidarität unter den Fans ist so nämlich groß, hast du gerade gesagt. Man hält zusammen. Ja, aber wirklich, absolut hält man zusammen. Es ist wirklich wunderbar. Und da ist einfach nur, es macht einfach Spaß, mit den Leuten zusammen zu sein und es macht Spaß einfach. Die halten einfach zusammen. Man kann wirklich, es waren denn sowas. Habe ich, also ungelogen. Ich hab schon viele Freunde und sonst was gehabt, aber wie im Fanclub, so wie die zusammenhalten, ist Wahnsinn. Ist wirklich Wahnsinn. Ist wunderbar. Aber der lässt das dann irgendwie nicht auf den Fußballplatz oder so, sondern das trägt sich irgendwie mit nach Hause, so deine Begeisterung irgendwie hier. Du hast eine Platte da von Rufers Essen. Zwei Singles. Platten. Zwei Singles. Klar, jetzt ist der Ton wieder rausgegangen. Ja, nee, da gehört alles mit dazu. Ne? Man freut sich vor dem Spiel, schon Donnerstag, Freitag, man liest die Zeitung. Dann da spielt man wieder, wer ist krank und so, interessiert einen natürlich. Man kann sich schon ungefähr ausrechnen, ich meine, jedes Spiel ist anders, dann weiß ich schon, wo die eventuell landen werden, ob sie gewinnen oder verlieren oder unentschieden. Dann bis Samstag oder Sonntag ist es dann soweit, dann fährst du los. Bis beim Spiel, anschließend dann hast du entweder verloren oder gewonnen oder unentschieden gespielt, wie vor dem Spiel. Dann analysiert man das mit Freunden. Mehr oder weniger sachgemäß. Ja, das will ich jetzt genauer wissen. Ja, nee, ja, man ist natürlich immer voreingenommen, das ist logisch. Ne? Der Schiedsrichter ist dann immer der Arsch. Und die Spieler, wenn ein bisschen nicht geklappt hat, haben sie Pech gehabt. Wenn einer oder zwei schlecht waren, dann sind das Idioten. Und dann kommt, dann geht das weiter, das geht dann bis Montag. Dann liest das in der Zeitung nochmal dasselbe, was du eventuell auch schon gesehen oder gedacht hast. Ja, und dann Dienstag, Mittwoch steht dann schon wieder quasi drin, wie die sich dann am nächsten Wochenende verhalten wollen. Dann geht die ganze Woche rund um Fußball. Aber du analysierst es ja nicht nur mit Freunden, sondern auch mit Birte, die ja auf der Geschäftsstelle arbeitet von Rot-Weiß. Das ist kein Freund von mir, aber eine Freundin. Ja. Nicht eine, die. Ja, nee, ist klar. Wie war das eigentlich? Ich weiß ja nicht, wer zu wem als erstes gekommen ist, aber wenn du als erstes zu ihm gekommen bist und die Wohnung hier gesehen hast, hast du nicht irgendwie... Ja, so, du hast die ganzen Wimpel wahrscheinlich gesehen in Rot-Weiß. Ne, die hingen ja noch nicht. Ach so? Die habe ich mir alle geschenkt. Moment, das stimmt nicht. Ein paar hingen schon. Übertreib mal nicht. Also komm,
war schon viel. Nein, ich meinte jetzt nicht nur mit den Weihnachtsgeschenken, wo du alles noch von Rot-Weiß haben wolltest. Ja, weil ich weiß nie, immer nie, was ich mir wünschen würde zu Weihnachten. Na, da haben wir gesagt, alles, was von Rot-Weiß gibt und deswegen. Aber gibt es denn Tage irgendwie, wo er gar nicht so über den Verein, über den Fußball redet, irgendwie, wenn ihr so Fernsehen guckt, Mittwochabends, wo das irgendwie überhaupt kein Thema ist? Gibt's das irgendwie? Na doch. Aber selten, mein Fernsehen läuft ja meistens nicht. Und wenn er kommt Fußball, dann geht das ja. Also es gibt Tage, wir haben auch andere Themen. Ja, ja, gut, das meine ich nicht, aber es spielt immer irgendwo eine Rolle, ne? Ja. Ja, ich meine, kommt ja auch schon damit, hat er ja damit schon was zu tun, der gehört, wenn die Birte da vom Rot-Weiß kommt, wenn er da dreimal in der Woche in der Eis. Was gibt's Neues? Was gibt's Neues, frage ich dann. Das ist Outsider. Und sie sagt mir dann entweder das Neueste oder sagt, ja, es wird nichts passieren. Und das ist meine erste Frage, wenn sie vom Rot-Weiß kommt, wenn sie von der Geschäftsstelle kommt. Also dich interessiert auch, was da auf der Geschäftsstelle vor sich geht, irgendwie so Vereins und der, nicht nur das Spiel selber, sondern irgendwo auch so das Umfeld. So. Ja, muss ja, ne? Da kann man sich ja seine Gedanken wieder machen. Also das Gefühl, dass alle zusammengehören, ist schon, nämlich Vorstand, alle an einem Strand. Vorstand, Mannschaft, Fans, alles im Prinzip. Das ist also ein Körper praktisch, irgendwie so, als eins, Fans, Vorstand, das ist gut gesagt. Aber im Prinzip mag es vielleicht so sein, da habe ich noch keine Gedanken drüber gemacht. So ungefähr vielleicht. Aber wir leben alles zusammen, ne? Wenn du die ganze Woche arbeiten gehst, dann wird es auch ein bisschen Vergnügen haben. Die Leute, die gehen dann lieber in den Spielhölle oder weiß der Enkel was. Sitzen alleine blöde vom Automaten rum und da lernst du 1000 Leute kennen. Wenn es willst. So. Das Rot-Weiße kann man gar nicht verlieren oder vergessen, auch wenn man jetzt hier wegziehen würde. Man bleibt Rot-Weißer. Vor allem, weil du ja eigentlich dein persönliches Glück auch dem Verein zu verdanken hast, mehr oder weniger, oder nicht? Das ist richtig. Meine jetzige Ehefrau habe ich ja hier kennengelernt, schon einige Jahre zurück. Und wir haben uns lieben gelernt über den Verein und haben das weitergeführt, dann eben, dass wir das legalisiert haben und sind seit dem 16. August 1991 verheiratet. Ist das denn in eurer Ehe aus so einem Bindeglied? Also was für eine Rolle spielt das bei euch, Fußball? Ja, ich würde nicht sagen, gerade Bindeglied. Aus Bindeglied ist ja die Liebe, wie man es so bezeichnet heute, doch sehr wichtig. Aber Bindeglied dahingehend, dass wir auch ein Thema haben, wenn sie abends vom Dienst nach Hause kommt. Und ich lese ja auch noch sämtliche einschlägigen Sportzeitungen, auch den Essener Sport. Und kenne das auch noch von früher her und kann mir auch das zusammenreimen, wenn ich auch nicht immer dabei bin. Und wir haben immer, jeden Abend muss ich sagen, ist eine Zeit des Abends Rot-Weiß gewidmet. Da kommen wir gar nicht dran vorbei. Ob gute Sachen oder böse Sachen, wir sprechen jeden Tag darüber. Es sind mittlerweile, wenn ich jetzt mal ganz grob nachrechne, innerhalb des Fanclubs im Laufe der Jahre so 9 bis 10 Ehen entstanden, wo auch Kinder raus hervorgegangen sind. Und die Kinder, die gehen heute also auch schon wieder nach Rot-Weiß hin. Ich glaube, da haben wir einen guten Nährboden, um entsprechenden Nachwuchs für Rot-Weiß heranzuziehen. Also wir haben einen Sohn, der ist hier bei Rot-Weiß, aber zurzeit bei der Bundeswehr. Deswegen, ist er nicht dabei. Leider. Und wie gesagt, wir sind jedes Wochenende am Sportplatz. Was bedeutet denn für Sie zu Hause in der Familie Fußballbegeisterung für Sie? Was bedeutet das? Doch, das sagen wir so, ohne Fußball ist nichts los. Wie sieht die Frau das? Auch, genau. Fiebern Sie da richtig mit bei Rot-Weiß, wenn Sie verlieren? Sind Sie dann traurig? Na, nun, das geht schon ins Blut, ne? Wenn Sie verlieren, ist traurig. Das Einzige, was ich noch mal miterleben möchte, dass RWE noch mal so wie 1954 Deutscher Meister wurde. Es gibt nur eine Mannschaft, die von mir regiert, und das ist der RWE. Genau. Nichts anderes. Da kann S04 kommen, oder VfL, das ist alles Mompitz. Wo ist das schön, euch wieder zu sehen?
Wichtig ist meiner Meinung nach bei der Faszination Fußball, dass man da einen Verein hat, zu dem man irgendwie steht. Wenn man irgendwie ins Stadion geht oder hier zum Hallenfußball und man geht als neutraler Besucher hier hin und man sitzt hier und man hat eigentlich gar nichts so, wofür eigentlich das Herz schlägt, dann ist es eigentlich so Fußball nur zu 50%. Also entscheidend ist doch, dass man da irgendwie einen Verein hat, wo man sich identifizieren kann. Sonst ist also die Faszination Fußball nur zu 40% oder 50% eben gegeben. Ich sehe da irgendwo einen Ball rumrollen und Leute darauf zu rennen. Das ist mir auch alles egal, wo die hinrennen, ob die im Abseits stehen oder im Strafraum oder sonst wo. Das ist einfach nur jetzt nicht der direkte Hass, aber so dieses Gefühl, sich für so eine Sache irgendwie so stark zu machen und irgendwie dann halt für bestimmte Leute sich, ja, ich weiß das nicht, ich kann das sehr schwer erklären, aber loyal zu sein, ja. Für mich ist das irgendwie so wie Karneval, Silvester oder was, oder eine gute Geburtstagsfeier. Da ist mit dazu. Gute Freunde, Spiel, muss alles gut sein. Aber da hast du bestimmt noch gewisse Erwartungen an den Verein, an den Fußballverein. Also wann könntest du dir vorstellen, dass du sagst, ne, irgendwie rot-weiß passt mir irgendwie nicht mehr? Das könnte dann passieren, wie mir das vor circa 5-6 Jahren passiert ist. Rot-weiß in der zweiten Liga zwar spielte, aber ich mich mit den Spielern nicht mehr identifizieren konnte. Woran lag das? Weil ich wusste, wie viel die verdienen. Und ich sage ja immer, heute im Profifußball ist ja so, das ist meine Meinung, aber so wird es wohl sein, weil die verdienen ja unwahrscheinlich Summen an Geld. Und wenn die dann sagen, ja, wenn wir absteigen, gehe ich zum anderen Verein. Also wer reproduziert die Wirklichkeit? Die Spieler oder jetzt das Publikum? Also von diesen Dramen, Tragödien, die sich dann abspielen, wo finden natürlich alle. Das also ist eine Performance. Das ist eine Wechselwirkung. Da gibt es ja zum Beispiel einige sehr virtuose Leute bei den Rot-Weißen. Also dieser Frank Kurt wird euch sicher auch aufgefallen sein. Ja, den kennen wir auch schon. Der ist so ein bisschen eine Identifikationsfigur da auch für die Leute. Und im Grunde ist Kurt, weiß ich auch nicht, irgendwo ein richtiger Rot-Weiß. Also das ist ja so eine Sache. Es gibt also manche behaupten, der Kurt, der wird nie sich einen anderen Verein suchen irgendwie. Da müsste er schon ganz weit absteigen. Ja, der sucht auch den Kontakt zum Publikum. Rot-Weiß hat gerade verloren. Wie ist denn die Stimmung eigentlich bei euch? Heute ist das egal. Geht ja auch nicht viel heute. Man geht nach Hause oder was? Wichtiger ist, dass Rot-Weiß die Meisterschaftsspiele gewinnt. Wie siehst du das hier? Ja. Ich sag mal, besser abschneiden sollten sie ja doch. Ne? Na gut, Meisterschaft West wichtiger ist als so ein scheiß Hallenturnier, ist klar, aber. Hast du denn das Gefühl, die tun da zu wenig für die Mannschaft oder so? Die setzen sich nicht ein? Ja, da ist so viel tun. Ich sehe das seit Montag ist im Training. Da kann man eh nichts erwarten. Aber enttäuscht ist man schon irgendwo, wenn die verlieren und gegen Schwarz-Weiß, lokal, Rivalen? Ja, ein bisschen schon. Man hat ja schließlich auch viel Geld bezahlt, aber naja, was will man machen, ne? Man ist das ja schon gewohnt. In letzter Zeit hat Rot-Weiß in der Halle nie viel gerissen. Aber das macht Spaß. Trotzdem, das auf jeden Fall. Ja. Auch wenn Rot-Weiß nicht ins Finale kommt. Also, da haben wir auch gar nicht mit gerechnet. Nein, aber wirklich nicht. Ist egal. Ja, das ja. Ja, Martin, wir sind also jetzt hier im Fanblock, steht immer noch 0-0. Wie fühlst du dich jetzt? Ja, ich fühle mich eigentlich ein bisschen betrübt, weil 0-0 ist keine Kraft. Ne? Ich sag, schönes Spiel, aber die Chancen stehen halt gut für uns. Aber nach diesem 0-0, ich will hoffen, dass noch ein paar Tore fallen hier. Dafür bin ich hier hingekommen. Ne? Nehmen wir an, die anderen gewinnen. Gehst du danach immer noch einen trinken oder fährst du direkt nach Hause? Nein, ich werde mich betrübt betrinken, weil ich will mir das Länderspiel noch angucken. Und aber doch, ich bin ein wenig betrübt, wenn sie doch verlieren sollten. Also, sagen wir mal ehrlich, wäre eine Katastrophe, oder nicht? Für mich wäre es eine Katastrophe und für meine Freunde bestimmt auch, weil wir haben uns viel von diesem Spiel verhofft und also wir nehmen an, dass sie doch gewinnen sollten. Herr Frank, steht immer noch 0-0. Wie ist die Lage? Wie fühlst du dich? Ja, wie fühle ich mich? Die Rot-Weiß machen einfach zu wenig Druck nach vorne. Es kommt einfach nichts aus dem Mittelfeld. Die Leute müssen sich einfach im Klaren sein, dass wir die 2 Punkte brauchen, um Tabellenführer zu werden, um dran zu bleiben. Punkt ist zu wenig. Was passiert, wenn Rot-Weiß verliert? Was machst du dann heute Abend? Ja, was soll ich da machen? Ich gehe zu meiner Frau, gucke heute Abend das Länderspiel ganz in Ruhe. Ich kann dazu nicht großartig was sagen. Ich bin jetzt mittlerweile enttäuscht, wie die Rot-Weißen nach vorne spielen. Es kommt nichts vom Mittelfeld her. Die Bewegung ist zu viel dran. Es fehlt einfach das Spiel ohne Ball. Das fehlt einfach.
Wie würde sich das denn auswirken, wenn Rot-Weiß verlieren würde nächste Woche bei euch zu Hause? Ja, was das auswirken würde, natürlich ist man als Fan dann enttäuscht, wenn Rot-Weiß Essen verlieren würde. Das ist eine Selbstverständlichkeit. Spielt Solidarität eine Rolle? Das ist schon ziemlich wichtig, denke ich. Also das kommt natürlich auch auf die Ebene an, klar. Also ich kann jetzt mal darüber spekulieren, dass vielleicht so halt auch wieder auf dieser spielerischen Ebene jetzt mal das gesamte Fußball als Phänomen, als jetzt mal als Spielfeld gesehen, hat dann natürlich, sagen wir, vielleicht so eine Art Gemeinschaft den Leuten gegeben wird, die es in der Gesellschaft nicht mehr so gibt in dem Rahmen. Ein Zusammengehörigkeitsgefühl, also so ein Gruppengefühl. Das ist auch ein Platz, wo sie sich irgendwo auch zugehörig fühlen, während sie sonst wahrscheinlich nur rumgestoßen werden. Und das andere ist, dass natürlich Fußball als kulturelles Ereignis natürlich auch ein soziales Ereignis ist. Ne? Und man da auch halt Leute trifft, die man in der Woche nicht sieht, weil die woanders arbeiten und so weiter und so weiter. Und die sieht man, nur trifft man am Samstag am Fußballplatz und man kann sagen, na, wie ist es? Ah ja, ist gut, geht so, ne, muss. Ne? Und man kann sich dann halt auch über Fußball erhalten, man hat natürlich auch so ein Gemeinschaftsgefühl irgendwo fördert, weil man ja hat ja auch ein Gesprächsthema irgendwie. Es macht einfach mehr Spaß auch, wenn man eine gewisse Feindschaft aufbaut, die nicht so weit geht. Das steigert ein bisschen auch die Spannung, als wenn man das so neutral angeht, dass man sagt, heute verliert Essen, heute nicht. Es macht also nicht nur Spaß zu sehen, wenn Essen gewinnt, sondern es macht eben beispielsweise auch Spaß, wenn Schalke verliert. Oder wenn im Stadion die Halbzeitergebnisse der anderen Spiele durchgesagt werden, ist das fast genauso spannend wie der Stand des Spiels, das man gerade betrachtet. Und das ist eigentlich das, was da sind ja auch Fans jetzt, die Schalker irgendwie. Ich meine, ist da irgendwie eine Liebe zum Fußball, Leidenschaft dazu? Also Schalker-Fans sind Mob. Klar, logisch. Muss ja ein Feindbild haben. Ohne Feindbild läuft ja nichts. Schalke gehört in die zweite Liga, also das könnte das man sagen. Also die Feindschaft besteht aber auch bei dir. Die wird auch immer bestehen. Ja, warum? Ich meine, rational lässt sich das natürlich überhaupt nicht erklären. Und wenn ich irgendwie einen Schalker in Kutte vielleicht. Fußball und Ratio schließen sich gegenseitig aus. Schließen sich aus. Also mit der Liebe. Also ich glaube, irgendeiner hat mal gesagt, da waren wir in Dortmund am Hallenturnier, haben wir auch mit Schalkern gefetet. Da haben wir alle eine Mannschaft, die Schalke auch. Wunderschöne Fete, ne? Aber irgendwann hat auch immer ein Schalker gesagt, das wäre super, wenn Essen, Schalke, Bochum, Dortmund, alles ein Gefolg, alles aus dem Revier, wäre super, alle zusammenhalten. Und auf einmal sagt der Nächste, da weißt du was, da würde auch am Fußballplatz was fehlen. Glaubst du denn nicht, dass schon die Schlachtrufe, die es da gibt, von denen du gerade gesprochen hast, schon sowas wie eine Aggression gegen den Gegner bedeuten? Ja gut, die Schlachtrufe, die müssen sein. Man muss seine Aggressivität mal loswerden. Und wenn man auf dem Platz steht und mal ruft, scheiß WSV oder der Schiedsrichter, den beleidigt, ne, ist wahrscheinlich nie so gemein. Ne. Man gibt seine eigenen Aggressionen damit irgendwie Ausdruck und dann ist raus. Ne. Aber ist wohl keiner von den Fans, der buht, wenn der Schiedsrichter einen Elfmeter gibt auf der falschen Seite. Der wirklich ernst meint und den Schiedsrichter eine Wäsche möchte. Ne? Aber die Begeisterung im Fußball liegt bei mir, bei den Fans, ganz eindeutig. Aber bei diesen Hooligans gerade nicht, muss ich dabei sagen. Obwohl, ich teile auch aus, ich kann auch einstecken. Wie persönliche Feinde, immer dieses Feinde. Also Wort Feind für mich. Für mich ist beim Fußball gar keiner ein Feind. Ja, aber es gibt ja Randale, gibt's ja. Ja, das sind aber nicht meine Feinde. Ich kenne die Leute ja gar nicht. Ist das denn irgendein Sport? Oder? Das ist wie Sport. Ich hoffe, dass die Leute mir gegenüber auch nur die Fäuste gebrauchen. Und ja, und ich hasse die ja nicht. Wenn ich die hassen würde, dann wäre das ja schon, dann wäre das ja eine Privatsache zwischen mir und denen. Und so, ich suche mir irgendeine aus, prügel mich mit denen und. Aber das ist irgendwie also auch nicht politisch motiviert oder so. Ja, was ist denn hier politisch bei? Das ist einfach Spaß. Das heißt immer Fußball, alle beim Fußball müssen rechtsradikal sein. Also diese Einstellung, ich weiß nicht, wer die mal rausgebracht hat. Dass mal Sikal geschrien wurde oder was, und jetzt sind direkt alle rechtsradikal. Da geht doch gar nicht an. Kannst du dir denn den Fußball ganz ohne Aggression vorstellen? Hältst du das denn möglich? Ja, natürlich.
Man muss die Aggression von zwei Seiten sehen. Es gibt zwei Aggressionen. Einmal, wenn man seine Aggression aus dem Hals rausschreit und schreit, der Schiedsrichter ist schlecht oder du schwarze Sau oder irgendwelche Parolen loslässt. Ne? Oder man geht mit dem Vorsatz hin, man will echt gegnerische Fans verprügeln, man will die Auseinandersetzungen haben. Es sind zweierlei Aggressionen. Ich würde sagen, jeder Fußballzuschauer, wer zum Fußballplatz hingeht, der lässt Aggression im Spiel frei. Aber wenn Leute hingehen, sogenannte Hooligans, ne, die einen Vorsatz haben, ne, andere Fans anzugreifen, da sollte man sich klipp und klar von distanzieren. Die machen nur den Fußball kaputt. Also auch mit Prügeln oder ohne Prügeleien? Also verbal macht irgendwie mehr Spaß. Und tu mal was für die Birne und nicht gegen die Birne. Wenn man was auf die Birne kriegt, ist das natürlich schlecht für die Birne. Ganz berühmtes Zitat von Albert Camus. Die einzige ethische Schulung, die er je genossen hat, war das Fußballspielen, hat er immer gesagt. In diesem Sinne.